So, da bin ich wieder und machen wir weiter. Helmut, blöder Name, aber mächtiger Wumme. Oh, Moment, da ist meine Maus im Bild drin. Die muss da raus. So. Und ab jetzt haben wir das grobe Tutorial schon mal überstanden. Drei Gebiete von Orange Star sind befreit. Jetzt müssen wir noch die restlichen paar befreien. Und ja, jetzt haben wir unsere erste 2-Sterne-Mission. Und wenn ihr seht übrigens unten, was es auf dieser Map alles gibt. Wir sehen jetzt zum Beispiel, dass es da 5 Städte, keine Basen, Flughäfen, Häfen oder andere Gebäude, die hier noch nicht vorgekommen sind. Und wir sehen auch immer, wer unser Gegner ist. In den meisten Fällen ist das Helmut, aber wir sehen hier in dieser Mission hätten wir einen anderen Gegner. Zu dem komme ich aber später. Ich mache jetzt erstmal die Max-Mission, weil ich dort etwas rausholen kann, was ich gleich noch brauchen werde. Hauptmann Helmut, Truppenaufstellung ist beendet. Ja, was haben wir denn da? Max mit seiner Meute. Das wird ein Spaß. Hauptmann, unautorisierter Truppeneinsatz für persönliche Rache ist... Ist was? Diesen Max lasse ich jedenfalls nicht entwischen. Wenn ich siege, fragt doch eh keiner wie. Los, Abmarsch. Verstanden. Mission 4. Helmuts Höhenflug. Max, wir werden angegriffen. Was? Kampfhelis? Bomber? Ein Luftangriff? Sieht nicht gut aus. Meine Truppen müssen sich erholen und sind noch nicht einsatzbereit. Außerdem hat Infanterie kaum eine Chance gegen Luftwaffe. Überlass das mir. Ich hole diese Vögelchen vom Himmel. Ich begleite dich. Zumindest kann ich dir ein paar Tipps geben. Das packen wir gemeinsam an. In Ordnung. Sie haben Bomber. Und Jäger haben sie auch. Okay, nur keine Panik. Das sind Flak-Einheiten. Flak steht für Flugabwehrkanonen, mit denen auf Flugeinheiten feuern. Als Einheiten des Direktangriffs ist ja auch Infanterie kein Problem für sie. Jeppa, ich liebe Direktangriff. Diese sind missilführende Einheiten des Fernangriffs. Sie feuern nur auf Flugeinheiten, aber mit verheerender Feuerkraft. Werde die Einheit an und drücke die R-Taste für mehr Info. Genau, und die Reichweite sieht man, wenn man den B-Knopf drückt, richtig? Stimmt, ich hatte Bedenken, aber deine Kenntnisse kehren offenbar zurück. Keine Bange, ich bringe dich wohlbehalten wieder nach Hause. Befreit den Himmel von diesen Schmeißfliegen, da steht noch was offen. Soweit ich mich erinnern kann, ja, wurden die Missiles ein bisschen gebufft. Die machen nämlich jetzt gegen Helikopter 120% Steinertschaden, sodass auch Max Helikopter one-hitten kann damit. Max, bist du in Ordnung? Ja, yeah, mir geht's gut. Sei vorsichtig da draußen. Übrigens hat sich vielleicht schon eines der Sternchen unter dem Abbild deines Gesichts verfärbt. Diese Sterne stellen eine Gabeleiste dar. Ah, ja, stimmt. Dazu kommen wir auch noch. Sobald die Sternchen hüpfen, kannst du deine Gabe einsetzen. Info über die Gabe erhältst du im Menü unter Co. Ich hole jetzt hier mal kurz die Maus wieder rein. Wir sehen hier unser Co-Profil mit unserem Geld. Das kennen wir ja schon. Und jetzt haben wir hier diese Sterne. Wir haben hier 3 kleine Sterne und 3 große Sterne. Und die füllen sich, ähnlich wie unsere Gabenleisten im letzten Spiel, schön langsam auf. Was es mit den kleinen und großen Sternen auf sich hat, das seht ihr dann auch gleich. So. Den stellen wir dahin. Kampfhelis, Abflug. Alle mal herhören. KID ist in Einheiten des Direktangriffs, aber sie können nicht auf Jäger oder Bomber feuern. Im Kampf gegen Helikopter gewinnt der Angreifer. Lass die Rotoren knattern. Jawohl, Auftrag wird ausgeführt. Es gibt so eine Möglichkeit, diesen Kampfheli zu retten, aber ich persönlich finde das ein bisschen zu umständlich und hau dafür lieber einen anderen K-Heli in der Zwischenzeit mal weg. So.
Und wegen dieser Stadt wollte ich diese Mission eigentlich zuerst machen. Die Einheit, die du angewählt hast, ist ein Raketenwerfer. Eine Einheit des Fernangriffs mit einer Reichweite von 3 bis 5 Feldern. Bei dir, Max, beträgt die Reichweite allerdings nur 3 bis 4 Felder. Ja, dieser Fernangriff-Kram liegt mir einfach nicht. Mach dir keine Gedanken, Max. Du bist der König des Direktangriffs. Übrigens, Raketenwerfer haben einen hohen Munitionsverbrauch. Sie sollten also dort positioniert werden, wo man schnell Rationen erhält. Stellen wir mal hier hin. Den zweiten K-Heli werde ich aber, glaube ich, noch brauchen. Hauptmann Helmut, wir erhielten Nachricht, dass wir noch nicht autorisiert sind, Bomber und Jäger einzusetzen. Ah, Mensch, halt die Autorisierung. Wofür sind die überhaupt da? Hauptmann Helmut, uns fehlen außerdem ausgebildete Piloten. Es fehlt an Ausbildung. Ich werde sie selbst ausbilden. Diese Bomber sind Einheiten des Direktangriffs. Hervorragend gegen Bodentruppen. Selbst Kampfpanzer sind kein Thema. Aber sie feuern nicht auf andere Flugeinheiten. Bomber verwenden Bomben. Das hier ist ein Jäger. Er feuert nur auf Flugeinheiten. Aber er ist das beste Mittel gegen die Luftwaffe. Achtet auf den Treibstoffverbrauch, er liegt bei 2 Einheiten pro Tag. Bodentruppen bleiben nur stehen, wenn der Sprit verbraucht ist. Flugzeuge fallen vom Himmel und sind verloren ohne Treibstoff. Ab hier, dann Attacke. Die Devise heißt zerstören und verwüsten. Jawohl, das Delta-Team legt los. Da liegt auch wieder ein kleiner Fehler in der Beschreibung vor. Mit den 2 Einheiten pro Tag, das stimmt nur für die Helikopter. Das ist wie im letzten Spiel. Helikopter verbrauchen 2 Benzineinheiten pro Tag. Flugzeuge verbrauchen 5. So, der hat mir hier schön einen Helikopter in die Reichweite gestellt. Und den schießen wir erstmal runter. Kommandant, dies fiel uns bei der Besetzung einer Stadt in die Hände. Was soll das sein? Ah, das ist eine Karte zum Labor des Gegners. Sie ließen einen solchen Hinweis zurück? Meine Truppen hatten Orte, dieses Labor zu suchen. Der Code hat offenbar überall solche Labore eingerichtet. Berichten zufolge entwickeln die Forscher dort ein neues Waffensystem. Überall? Heißt das, es gibt solche Labore auch in Yellow Comet und Blue Moon? Das ist noch nicht bestätigt, sie sind alle sehr gut versteckt. Deshalb brauchen wir diese Karten, um die Suche zu erleichtern. Ich warne unsere Alliierten und sende Nell unsere Informationen zu. Wir haben dieses Labor in Orange Star in allerletzter Sekunde geortet. Sobald wir hier fertig sind, sollten wir mit Hilfe dieser Karte in der Lage sein, zu diesem Labor vorzustoßen. Ja, das sind mehr oder weniger noch so ein paar Zusatzmissionen, die man noch machen kann. Ich find's ganz nett. Okay. Dann schießen wir mal ein paar Vögelchen vom Himmel. Okay, der reicht zwar nicht ganz, aber den können wir nachher noch fertig machen. Max, deine Gabeleiste ist voll. Bitte? Ich finde nicht, dass sie voll ist. Deine Leiste hat 2 Stufen, die normale Gabe und die Spezialgabe. Für deine normale Gabe hat sich jetzt genug Energie angesammelt. Du kannst sie nun einsetzen oder für die Spezialgabe sammeln. Wie und wann du deine Gabe einsetzt, ist vollkommen dir überlassen, aber der richtige Zeitpunkt hat großen Einfluss auf das Kriegsgeschehen. Öffne das Menü und wähle Gabe, wenn du sie aktivieren möchtest. Alles klar. Zeigen wir ihm, wo der Hammer hängt. Also, ich könnte jetzt hier einfach eine Gabe aktivieren. Ich möchte euch aber hier mal etwas zeigen. Ach da, wir haben jetzt den Co. hier. Wir sehen hier wieder das normale Co-Profil. Einheiten des Direktangriffs außer Infanterie sind top, die des Fernangriffs schwach und haben geringen Bewegungsradius. Das ist zwar falsch hingeschrieben, aber das denke ich mal ist ein Übersetzungsfehler. Dann haben wir hier seine Gabe. Maximum Feuerkraft von Einheiten des Direktangriffs steigt leicht. Der Bewegungsradius dieser Einheit erhöht sich um ein Feld. Dann haben wir hier noch die Spezialgabe oder wie sie auf Englisch heißt, die Super Co-Power. Feuerkraft von Einheiten des Direktangriffs steigt enorm, der Bewegungsradius dieser Einheiten erhöht sich um 2 Felder. Und hier haben wir noch eine Tabelle von den ganzen Einheiten.
und wie stark die sind. Wir sehen hier zum Beispiel mal, bei der Infanterie sehen wir den Normalstatus, wie es normal ist, mit 100% Feuerkraft. Alle Direkteinheiten sieht man, die haben 20% erhöhte Feuerkraft und die Ferneinheiten mit 10% verringerter Feuerkraft und minus 1 Reichweite. Steht alles da. Ich könnte eine Gabe jetzt einsetzen, aber weil wir die Gabe ja schon kennen und weil ich die sowieso noch oft genug einsetzen werde, zeige ich euch erstmal eine Spezialgabe in der nächsten Runde. Weil ich denke mal, wenn wir schon ein neues Spiel haben, dann sollten wir erstmal die Neuerungen zeigen. Helmut wird uns zwar jetzt auch gleich eine Spezialgabe um die Ohren hauen, allerdings könnte uns das noch zu einem Vorteil nutzen sein, weil seine Gaben erhöhen seinen Streubereich von seinem Glück. Und zwar ziemlich gewaltig. Mit seiner Gabe zum Beispiel, mit seiner Gabe geht es, glaube ich, auf... Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber ich meine, der hat da aus Glück auf irgendwie plus 40 und das Unglück, also das Pech, geht auf minus 25. Und da, bei der Spezialgabe ist es noch weiter. Da geht das Glück auf plus 90 und das Unglück auf minus 45. Also, wenn ich ein bisschen Glück habe bei seiner Gabe, macht er weniger Schaden als ohne. Haha, Helmuts Gabe haut rein. Brachialgewalt. Das ist übrigens eine der wenigen Gabennamen, von denen ich sagen muss, dass sie sich auf Deutsch besser anhören als auf Englisch. Und ihr habt die Musik gerade gehört. Wenn in einer Runde, in der eine Gabe eingesetzt wird, ändert sich jetzt bis zum Ende der Runde die Musik. Das können wir übrigens auch machen. Bei Black Hole und bei den anderen Kurs hört sich das ein bisschen anders an als hier. Ich benutze jetzt erstmal meine Spezialgabe. Rollt, meine Panzer, rollt! Und jetzt kommt Maximal. Und jetzt können wir mal richtig reinhauen. Ich zeig's euch mal so. Ihr seht, wie stark die Einheiten jetzt sind. Kleiner Hinweis, der Feuerpower, also der Feuerkraftbonus von allen Einheiten, die Gabe gekriegt haben, ist jetzt weg. Bedeutet für Andy, dass seine Gabe sogar ein bisschen schwächer wurde, als sie vorher schon war. Weil früher war es ja auch so, dass alle Einheiten, egal ob sie irgendwie geboostet werden oder nicht, haben einen Standardboost von plus 10 plus 10 gekriegt. Und zwar auf die Offensive und auf die Defensive. Mittlerweile ist der Offensivbonus weg. Der Defensivbonus ist aber noch da. Einheiten, die unter einer Gabe stehen, kriegen nach wie vor 10% weniger Schaden. Das sieht man jetzt auch an Helmuts Einheiten, weil die ein bisschen mehr aushalten. Und Max Einheiten können so schön weit fahren während der Gabe. Das ist so toll. Leider nicht für seine Transporter. Ich wollte ihm jetzt eigentlich den Weg abschneiden. Das gilt auch nur für seine Nahkampfwaffen. Aha. Das wäre jetzt peinlich, wenn er vom Raketenwerfer fertig gemacht wird. Okay, er wurde vom Raketenwerfer fertig gemacht. In Ordnung, was sagst du nun, Tammy? Vollkommen unversehrt. Danke, Max. Wie steht es mit deinen Truppen? Ja, die sind in Ordnung. Meine Truppen genehmen sich sowas zum Frühstück. Ah, verflucht. Na, Helmut, passt der Helm noch oder will er zu groß schrumpfen? Gib doch endlich auf. Spiel dich bloß nicht so auf, nur weil du heute gesiegt hast.
Wie bitte? Keiner kann die Black Hole Invasion auch aufhalten. Du wirst schon sehen, schon bald winseln du und deine Freundin in Gnade. Ich ziehe mich zurück für den Augenblick zumindest. Bis dahin. Freundin? Was glaubt ihr, wer er ist? Black Hole Erbsenhirne. Kein Stückchen Anstand in keinem von denen. Ja, aber Orange Star bekommen sie nie. Nicht so lange wir hier sind. Tammy, Max, ihr seid in Ordnung? Wie? Der Kampf ist zu Ende? Hallo Nell, du kommst gerade rechtzeitig zu unserer Feier. Mission complete. Ich mag die Hintergrundbilder übrigens. Oh, da habe ich mir schon fast gedacht, dass das mit der Technik nicht mehr ganz hinhaut. Ich werde Orange Star beschützen. Naja, es hat für einen S-Rang gereicht. Auch wenn wir jetzt nicht mehr die schön geraden Punktzahlen haben hier.